Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go und die Pläne sind schon wieder alle über den Haufen geworfen. Ich wollte heute wieder was ganz anderes machen, aber gestern Abend kam die Benachrichtigung rein. Es gibt schon wieder was Neues und zwar sind neue Pokémon aus der Sinnoh-Region angekommen im Spiel. Nicht nur das, neue Babys, neue Attacken, neue Kampfabläufe, die Raid-Bosses sind verstärkt und so weiter. Es gibt mehr Sternstaub für Raids 3 bis 5. Und wir wollen uns das jetzt mal anschauen hier. Entwickelte Formen aus der Sinnoh-Region erscheinen in Pokémon Go. Habt ihr natürlich einen kleinen Text, das könnt ihr selber euch auch wieder angucken. Hier steht zum Beispiel nur drin dabei mit dem Sinnoh-Stein, zum Beispiel Schlurp zu Schlurplek oder Tangela zu Tangolos entwickeln. Außerdem erscheinen noch mehr Pokémon, die ursprünglich in der Sinnoh-Region entdeckt wurden. Wie zum Beispiel Cognodon und Schilderus. Es gibt aber natürlich noch einige mehr. Auch wird man in Eiern vermehrt mehr Sinnoh-Pokémon finden. Da kommt demnächst sicherlich wieder auch eine Eierübersicht, was jetzt alles dabei ist. Weitere große Änderungen erwarten dich. Dir wird vielleicht auffallen, dass die Pokémon, denen du in Raid-Kämpfen gegenüberstehst, jetzt noch stärker und zäher sind. Außerdem sind einige Attacken, die bestimmte Pokémon können, ab sofort stärker oder schwächer im Kampf. Zu guter Letzt können bestimmte Pokémon nun via TM neue Attacken lernen, die ihnen im Kampf helfen werden. So kann zum Beispiel Maromai jetzt die Gesteinsattacke Steinhagel erlernen. Da wüsste ich nicht, warum ich das jetzt einsetzen soll, nur damit es vielleicht gegen Flug Pokémon effektiv ist, aber mein Maromai werde ich sicherlich so lassen, wie es ist. Das ist also die offizielle Ankündigung. Und wir schauen mal kurz hier rein, denn hier steht noch ein bisschen mehr dabei auch. Dazu gehören zum Beispiel auch wilde Pokémon wie Vadribier und Schnurrgast, natürlich auch die Weiterentwicklungen davon. Zusätzlich lassen sich Pokémon wie Kirlia, Schnäppke und Angela mit einem Sinnoh-Stein entwickeln. Tangela. Haltet ebenfalls Ausschau nach Cognodon, der Basisform des besten Gestein-Pokémon Ramaidon. Da haben auch schon viele drauf gewartet, denn das wird wirklich ein richtiger, mächtiger Brocken. Also der soll sogar auch noch Despotar den Rang ablaufen, was jetzt die Effektivität im Kampf angeht. Er hat wohl eine ziemlich gute DPS-Rate und greift da richtig genial an. Also da müssen wir gucken. Holt euch da natürlich was. Alle los auf Suche nach Cognodon. Am besten ein 100%iges auf Level 35. Ebenfalls hat Niantic neue Änderungen in der Kampfmechanik angekündigt. Raid Bosses sollen schwieriger zu bekämpfen sein, Pokémon können neue Attacken erlernen. Dann habt ihr auch diesen Infopost natürlich, den offiziellen, was ich richtig lustig fand. Denn irgendwie, als ich dann vorhin drauf bin, stand alles in Englisch da, obwohl unten Deutsch eingestellt war. Und als ich es dann umgestellt habe auf Deutsch, stand es plötzlich in... als ich es auf Englisch umgestellt habe, stand es plötzlich in Deutsch da. So, da steht im Prinzip nochmal dasselbe. Das könnt ihr euch natürlich auch nochmal durchlesen. Das werdet ihr überall sehen. Da steht auch nochmal das mit der Attacke Steinhagel. Und wir haben auch nochmal eine kleine Übersicht parat. Also ihr werdet jetzt momentan wirklich total zu bombardiert mit den News. Das wischen wir alles weg. Und hier seht ihr die Übersicht. Hat der Linke Networks schon reingeteilt in unsere Gruppe. Ihr könnt zum Beispiel also auch Griffel weiterentwickeln jetzt. Mit dem Sinnoh-Stein, ihr könnt euer Schlurp weiterentwickeln, ihr könnt euer Tangela weiterentwickeln. Yanma ist auch jetzt schon möglich, genauso eben wie Kirlia oder Schnäppke, was dann aber wieder geschlechterabhängig ist. Da müsst ihr gucken, ob ihr ein männliches oder ein weibliches habt, je nachdem. Und es ist nochmal aufgezeigt, was auch jetzt alles wild erscheint. Also ihr habt da Cognodon. Und dieses Schild-Dingster-Bumster, wie gesagt, ich kenne die Namen einfach nicht. Und hier steht es auf Englisch da. Diese Biene, die aus drei Waben besteht, kann man auch weiterentwickeln. Und Schnurrgast oder so. Die Katze auf jeden Fall. Also wie beim letzten Mal, vier Pokémon neu dazu in der Wildnis, die ihr fangen könnt, wo ihr Bonbons farmen könnt, die ihr dann weiterentwickeln könnt. Und neue Baby-Pokémon. Angeblich also das Baby von Chanera, das Baby von Pandimos und das Baby von Mogelbaum. Bei einem weiß ich schon, der hat sogar schon das Baby von Mogelbaum gebrütet. Also das ist ganz sicher, dass das dabei ist. Bei den anderen zwei kann man sich's denken, wird sicherlich so sein. 100% lege ich meine Hand aber noch nicht dafür ins Feuer. Aber ihr seht, es geht immer weiter.
immer was Neues los und viele freuen sich natürlich, dass sie jetzt noch ein paar Sino-Entwicklungen durchführen können. Gerade auf Tangela und Tangolos haben ja viele gewartet, weil es auch richtig guter Pflanzenangreifer wird, auch hohe WP bekommt. Da kann der Ole auch endlich seinen 100er entwickeln. Und der Ismo freut sich natürlich, dass er endlich seinen Schlurp zu Schlurpleck entwickeln kann. Habt ihr schon eine weitere Gen 4 Entwicklung durchgeführt und wie findet ihr die Neuigkeiten? Freut ihr euch auf die neuen Pokémon? Und schreibt's mal rein, wenn ihr schon eins von den oberen entwickelt habt. Ich habe gesehen, in der anderen Gruppe ging es richtig gut ab. Da hat einer sich schon alle Formen geholt. Der hat wahrscheinlich noch genügend Sinosteine parat gehabt. Ich glaube, er hat gemeint 16 Stück oder so hat er jetzt noch übrig. Hat gleich von jedem die Gen 4 Entwicklung geholt, hat das abends gepostet und gezeigt. Also richtig krasser Dude auf jeden Fall. Ja, beim Rest, wie gesagt, rausgehen, sammeln und bei den Babys natürlich brüten. Jetzt wird es noch schwerer, da die ganzen Babys als Glücks-Pokémon zu kriegen. Die werden bestimmt wieder auch mega selten sein und dann hat wieder keiner welche. Aber das hat ja Zeit, das kommt ja alles nach und nach. Das war es aber von meiner Seite aus, also richtig gute Sache. Wie das in den Raid-Kämpfen sich auswirkt und was für Attacken noch alles, das werden wir noch sehen. Das gucken wir uns irgendwann auch nochmal genauer an. Und ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal für jetzt. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.